ich meinen Wohnraum in Zukunft noch verlassen, wenn ich nicht geimpft bin, oder muss ich dann in einem persönlichen Lockdown, eben wenn ich mich nicht impfen habe, mal lassen? Aktuell haben wir keine Impfpflicht. Wenn so etwas kommen wird, ist das genau das Problem, weil eine Impfpflicht verpflichtet mich ja, diese Impfung durchzuführen, und die Folge wäre, dass ich nicht mehr am öffentlichen Leben teilhaben kann. Genau deshalb gibt es eben dieses Recht auf persönliche Freiheit, weil es wäre letztlich wie ein Gefängnis, und das andererseits Recht auf Unversehrtheit. Das heißt, sollte es eine gesetzlich angeordnete Impfpflicht geben, muss die genau bedacht auf diese Fälle eingehen, weil es wird sicher Leute geben, die das ablehnen. Und man muss sich die Frage stellen, ist es gerechtfertigt, hier eine Impfung jemandem vorzuschreiben, die in einer sehr kurzen Zeit entstanden ist, wo man rein technisch gesehen noch gar nicht weiß, ob es Langzeitwirkungen gibt, weil ja die Forschung erst zu kurz ist darüber. Und da bin ich persönlich der Meinung, dass das zu sehr in die Menschenrechte eingreift, weshalb es zwar sein kann, dass es so etwas kommt, aber das wahrscheinlich verfassungswidrig oder halt menschenrechtswidrig ist, ja.